Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Alessia. Ich zeige euch heute mal wieder ein super, super schönes Video mit den Catrice-Produkten. Und zwar verwende ich lauter Neuheiten, die ihr ab jetzt bekommen könnt. Es sind sehr schöne Produkte zum Thema Teint, aber auch für die Augen und für die Lippen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und als erstes starte ich mit diesem Stick. Das ist ein sehr cooles Produkt, denn es mattiert eure Haut ab. Ihr könnt es unter dem Make-up tragen. Vielleicht tragt ihr im Alltag auch gar keine Foundation, glänzt aber immer wieder, dann könnt ihr mit diesem Stick drüber gehen. Das ist der Instant Matte Stick. Wenn ich glänze, dann auf jeden Fall hier um die Nase herum, wo ich so größere Poren habe. Die Foundation, die ich heute verwende, ist nicht neu, aber es ist die Tinted Serum Foundation mit Hyaluronsäure und Vitamin E. Und ich mag die wirklich sehr, sehr gerne, weil sie eine ganz tolle Deckkraft hat und einfach eine dünne Textur. Man kann sie super schön auch Schichten, also aufbauen, ne? Und ich habe gerade hier ein bisschen unreine Haut und außerdem so ein bisschen Pigmentflecken von der Sonne und deswegen ist diese Foundation einfach super. Super schönes und natürliches Finish, hat so einen leichten Glow, tolle Deckkraft, also insgesamt richtig schön. Was neu ist, ist hier eine Shade von einem beliebten Produkt, und zwar der Under Eye Brightener. Den gibt es jetzt mehr in so einem peachigeren, dunkleren Ton. Das ist jetzt für die von euch gedacht, die einen dunkleren Hautton haben oder sogar einen olivfarbenen Hautton. Das ist die Farbe Warm Nude. Und ich verwende jetzt diesen Ton hier, und zwar ist das hier die Farbe Light Rose. Und dieser Under Eye Brightener hilft auf jeden Fall, frischer und wacher auszusehen. Ich finde, das sieht man sofort auf den ersten Blick. Das kann man entweder alleine verwenden oder vielleicht auch unter den Concealer, falls man ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Aber ich finde, das kann man jetzt schon so gut erkennen, wie viel leuchtender und frischer einfach diese Seite ausschaut, allein wegen diesem Produkt. Und ich habe wirklich wenig aufgetragen, eine ganz, ganz, ganz dünne Schicht. Und es hat schon sehr, sehr viel gebracht. Und eben, falls ihr ein bisschen dunkler seid, ne, oder auch diesen olivfarbenen Unterton habt, dann probiert mal unbedingt diesen Ton hier aus. 20 Warm Nude. Und den Brightener würde ich auf jeden Fall da auftragen, wo man so die dunkelsten Stellen hat. Und das ist oft hier im Augeninnenwinkel und auch im Augenaußenwinkel. Ein bisschen auch vielleicht um die Nase. Also das ist jetzt kein Produkt, um zum Beispiel Unreinheiten abzudecken oder so, sondern es ist wirklich etwas zum Highlighten. Und deswegen würde ich dieses Produkt auf jeden Fall immer nur in der Gesichtsmitte auftragen und jetzt nicht hier zum Beispiel Unreinheiten damit abdecken. Das würde ich mit einem Concealer machen. Aber ich muss sagen, dieses Produkt ist wirklich sehr überzeugend für mich persönlich. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ich würde aber trotzdem einen Concealer darüber geben. Falls ihr euch wundert, ich habe hier so einen Aufkleber über meine Unreinheit geklebt, in der Hoffnung, dass sie weniger auffällt, aber aktuell weiß ich nicht, ob es wirklich geholfen hat. Danach finde ich, ist meine Base auf jeden Fall schon sehr, sehr schön. Ich mag sehr gerne das Finish, das Gesamtbild. Und als nächstes trage ich mir wieder ein neues Produkt auf. Und darüber bin ich sehr, sehr happy, weil ich bin ein Riesenfan von Contouring, Bronzing, Sculpting. Ich mag das einfach super gerne. Es macht mir ganz viel Spaß und deswegen freue ich mich sehr über den Magic Shaper Contour and Glow Stick. Ich habe den hier in zwei verschiedenen Tönen bekommen. Und das gebe ich mir direkt dort auf, wo ich normalerweise auch den Bronzer auftragen würde, und das ist so auf den Wangenknochen, hier an der Seite, auf der Stirn. Und so Sticks finde ich super praktisch, vor allem weil er auch nicht so dick ist, kann man sich sogar trauen, ein bisschen auch die Nase zu konturieren, vielleicht sogar die Lippen, hier unten und hier oben, vielleicht sogar hier ein bisschen rein. Dann gebe ich mir auch den highlightenden Ton direkt darauf, aber den würde ich erstmal nur hier aufgeben und vielleicht auch unter der Augenbraue einmal und etwas darüber, so in etwa. Und dann nehme ich so einen kleineren Pinsel, mit dem ich das ganz gut ausblenden kann. Und das lässt sich sehr schön ausblenden. Guck mal, easy going. Sehr, sehr cremig. Ich blende aber erstmal nur den Bronzer aus, also noch nicht den Highlighter. Und das ist eben ein Contour-Stick, deswegen hat er so einen schönen,
kühlen Unterton, was ich super finde. Wenn ihr das Ganze natürlich noch mehr setten wollt oder länger haltbar machen wollt, dann geht ihr einfach mit einem Puderbronzer darüber. Dann hält das Ganze natürlich umso länger. Wenn ich mit dem Bronzer fertig bin, dann mache ich den Pinsel so ein bisschen sauber auf meine Handfläche und dann blende ich so ein bisschen den Schimmerteil aus. Oder ihr könnt jetzt einfach nur noch eine Creme Blush hinzufügen. Dann habt ihr super frischen, sehr natürlichen Look. Aber ich muss wirklich sagen, mir gefällt die Base sehr, sehr gut. Ich liebe Foundations, die eine schöne Deckkraft haben. Ich liebe Contour Sticks, Bronzer, einfach... Ach, eine schöne Base macht mich richtig glücklich. Ich bin sehr froh über die neuen Produkte. Die dunklere Farbe wird mir wahrscheinlich ganz gut passen nach so einem Sommerurlaub. Und dann als nächstes, wir haben noch drei sehr, sehr coole Neuheiten. Zum einen die neue Lidschattenpalette, The Cozy Earth Eyeshadow Palette. Und das sind all die Töne, die ich super gerne und viel auch im Alltag trage. Wir haben hier Gold, also wir haben Schimmertöne, aber so ein feines Schimmer. Und wir haben auch matte Töne, matte Erdtöne. Sehr, sehr schön, kann man sehr viele Looks mit schminken, auf jeden Fall. Ich werde mal so einen schönen Alltagslook einfach schminken. Ich gebe echt mein Bestes, dieses Teil hier abzudecken, aber... Manchmal ist das so, nicht wahr? Ich habe meine Grundierung so ein bisschen abmattiert und jetzt mache ich weiter eben mit der Lidschattenpalette. Ich starte mit diesem bräunlichen Ton hier oben einfach als eine Base und werde mal hier den Contour-Stick so ein bisschen setten. Dann nehme ich den hellen Ton und den gebe ich mir auf das gesamte bewegliche Augenlid. Und die Farben sind super pigmentiert. Gerade so helle Pudertöne zu machen, ist gar nicht so einfach. Und das schaut wirklich sehr gut aus. Und das trage ich mit dem Pinsel auf, nicht mal mit dem Finger. Ne? Mit dem Finger gibt es noch mehr Pigment ab. Und ich finde, das schaut schon richtig super aus. Und damit das Auge nicht insgesamt kleiner wirkt, sondern wieder ein bisschen mehr geöffnet wird, gehe ich jetzt hier in diesen dunklen Ton hier unten. Und gebe den von außen auf, in so tupfenden Bewegungen, diese immer leicht nach innen gehen. Schaut, dass ihr hier nicht zu weit runterrutscht, sonst habt ihr so einen traurigen Blick. Wichtig ist hier natürlich, dass ihr super gut ausblendet. Und das muss ich sagen, so ein typischer Alessia-Look, den trage ich sehr, sehr gerne im Alltag. Einfach einen hellen Lidschatten, einen dunkleren dann von außen aufgeben, ein bisschen so in die Mitte, zur Mitte reinblenden und auf jeden Fall über die Lidfalte auch einmal gehen. Und das, finde ich, schaut immer sehr schön aus. Das öffnet das Auge. Ich liebe sowieso auch Lidschatten im Alltag. Falls ihr auch meine Videos auf meinem Kanal schaut und sonst, dann werdet ihr auf jeden Fall wissen, dass ich immer Lidschatten eigentlich drauf habe. Mal ein bisschen natürlicher, mal ein bisschen bunter. Und das finde ich für den Alltag richtig schön. Und das Ganze runden wir jetzt ab mit einer Mascara. Hier gibt es auch eine neue. Das ist die Curl It Mascara. Volume and Curl Mascara. 24 Stunden Curl Effekt. Sehr schöne Mascara. Gefällt mir sehr für so einen Alltagslook. Und ich finde gerade, die bringt die Wimpern wirklich richtig schön nach oben. Und ich habe keine Wimpernzange heute benutzt. Und ich finde, dafür stehen die Wimpern wirklich mega nach oben. Eigentlich stehen die bei mir nur so hoch, wenn ich eine Wimpernzange verwende. Ich habe jetzt zwei Schichten aufgetragen. Und länger schauen sie aus. Länger und curly, auf jeden Fall. Also ich weiß wirklich nicht, wie Catrice das macht, aber die Mascaras von Catrice sind wirklich mit die besten. Guck mal bitte, was für ein schöner Schwung und Länge, gefällt mir richtig gut. Für den Alltag einfach perfekt. Ich habe keine Wimpernzange verwendet, ich habe keine künstlichen Wimpern drauf, gar nichts. Und es ist wirklich das Maximum, was geht, richtig schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann als letztes habe ich noch ein wunderschönes Produkt für die Lippen. Und zwar ist das das Tinted Lip Oil Glossing Glow. Und das ist die Nummer 40. Gossip Girl XOXO. Richtig cool. Oh mein Gott, das ist sowieso in meiner persönlichen Make-up-Routine ein Must-Have. Ein Lippenöl, am besten noch eins, was so eine leichte Farbe hinterlässt. So ein sehr dicker, großer Applikator, das lieben wir auch. Lässt sich toll auftragen, gar nicht klebrig oder zu dick oder irgendwas, einfach nur so reichhaltig pflegend fühlt sich das an. Und guckt euch mal diesen Glanz an,
Solche Lippenöle schauen auf jeden Fall auch immer ganz toll aus mit einem Lip Liner zum Beispiel. Dann schauen die Lippen insgesamt doch mal viel voller aus. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dieser rosige Touch ist auf jeden Fall super, super schön. Mega Produkt. Ich liebe das Finish gerade so sehr, dass diesen rosigen Touch hat. Das sieht sehr, sehr schön aus, auch zu so Erdtönen. Und wenn ihr so ein gebräuntes Gesicht habt, vielleicht so ein bisschen Bronzy-Look auch macht, das schaut ganz toll aus. Und dieses Lip Oil könnt ihr auf jeden Fall auch über Lippenstifte auftragen oder so, ne? Und das schaut wirklich ganz toll aus und es glättet die Lippe so, ne? Falls ihr so ein bisschen Fältchen habt oder so auf den Lippen. Ich finde, so ein Lippenöl glättet auf jeden Fall das Ganze. Sehr schön. Mir gefällt der Look sehr gut. Sagt mal gerne, wie ihr den findet. Es ist ein sehr alltagstauglicher Look, der mir sehr gut gefällt. Mir haben die Sticks, die Contour-Sticks so gut gefallen. Bin richtiger Fan oder auch diese Eye Brightener. Ich finde, das hat so den ganzen Look total verändert und mich wacher gemacht. Die Lidschattenpalette ist wunderschön, falls ihr mal wieder eine sucht. Mit so ein bisschen natürlicheren Tönen, mit so einem leichten Schimmer vielleicht für ins auf die Mitte vom beweglichen Augenlid oder so, ne, kann man dieses Gold aufgeben. Wird sicherlich auch toll aussehen. Kann ich euch empfehlen, auszuprobieren oder auch diese Mascara. Ich glaube, die kann man wirklich schichten und das Ergebnis wird schöner, ohne zu verklumpen. Einfach mega. Also alle Produkte haben mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, das Video war spannend für euch. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Gebt dem Video auch sehr gerne einen Daumen nach oben. Folgt dem Catrice YouTube-Kanal für noch mehr Inspirationen und Neuheiten. Und falls ihr jetzt noch mehr Lust bekommen habt auf die Catrice Neuheiten, dann schaut euch doch das letzte Video an, denn da hat Adriana für euch auch die Neuheiten getestet, ausprobiert und einen schönen Look für euch kreiert. Und ich bedanke mich sehr fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!